Gerald, du hast einen sehr inspirierenden Vortrag über neueste Entwicklungen im Startup-Bereich im Silicon Valley uns hier präsentiert. Es waren wirklich interessante Entwicklungen dabei, von denen man hier in Europa oder viele von uns noch nichts gehört haben. Aber ich muss auch zugeben, einige Dinge sind doch gewöhnungsbedürftig und einige würden vielleicht sagen, das macht mir Angst. Also wenn ich an das künstliche Auge denke, mit dem ich auch fotografieren kann, Selfies machen kann oder den Stick, den ich mir im Unterarm transplantiere, den Computerstick, muss uns der Fortschritt Angst machen? Oder ist er Chance, um die großen Probleme unserer Zeit zu lösen? Ich glaube, die Technologie und Innovation sind die großen Chancen für die Zukunft. Und wir brauchen Technologie, um die Zukunftsherausforderungen zu lösen. Und Technologie und Innovation ist also weit, das kann man ja weit definieren. Und auch eine kleine, simple Innovation wie eine Photovoltaikzelle oder eine Solarzelle auf einer Taschenlampe angebracht oder auf einen Plastikkubus angebracht, das zu einer Taschenlampe oder zu einer Lampe in Afrika wird, ist technologisch eine kleine, aber gesellschaftlich eine große Entwicklung und kann im Prinzip Millionen, zig Millionen Menschen praktisch Licht bringen in Entwicklungsländern. Natürlich hat Technologie, natürlich gibt es auch negative Seiten. Alles hat negative Seiten. Das Internet hat negative Seiten, ein Messer hat negative Seiten. Ein Messer kann ich zum Gemüseschneiden verwenden oder zum Ermorden eines Menschen. Und im Internet kann ich tolle Sachen finden, ich kann Informationen finden, aber ich kann auch viel Informationsmüll finden. Aber darum, auch Technologie lässt sich negativ und positiv natürlich, lassen sich negative und positive Sachen entwickeln. Aber ich beleuchte ja, oder ich habe heute beleuchtet, die positiven Seiten. Und es gibt einfach vor allem in dem gesundheitlichen Bereich, in der ganzen Education-Bereich, gibt es einfach so viele Chancen, die ich mit ganz intelligenten und smarten Lösungen, welche Revolutionen ansetzen kann. Du sagst, in Silicon Valley, da bewerben sich junge Menschen oder auch ältere Menschen mit ihren Startup-Ideen. Aber viele schaffen es nicht, ihre Idee so zu verkaufen in 30 Sekunden, dass sie überzeugt. Was rätst du hier Gründern in Deutschland, in Österreich, in Europa? Wie können sie eine Idee schaffen, die zukunftsfähig ist, die auch andere überzeugt? Wie geht man daran? Ganz einfach. Man soll eine Idee nur dann zu einem Produkt machen, das ist aber meine Theorie, wenn diese Idee und das Produkt ein Problem löst. Und es muss ein wirkliches Problem sein und soll nicht ein herbeigesprochenes Problem sein. Mich interessiert nicht die 5. Auflage von Facebook, die 6. von YouTube und die 7. von Spotify. Ich möchte eine intelligente und smarte Lösung haben, mit der ich ein Bildungsproblem löse. Neue Unterrichtsmethoden für Schulen, neue Untersuchungsmethoden im Kampf gegen Krebs, neue Methoden, mit der ich die Sonnenenergie einfangen kann. Eine Stunde Sonnenenergie reicht aus, um die Welt ein ganzes Jahr lang mit Energie zu versorgen. Solche Probleme und Herausforderungen können gelöst. Angenommen, ein Gründer hat eine gute Idee oder er denkt, er hat eine gute Idee, versucht auch diese umzusetzen und es klappt nicht. Er scheitert. Du hast es erwähnt, in Amerika werden viele Innovationen, viele Entwicklungen vorangetrieben, die bei uns hier nicht möglich sind, weil dort eine ganz andere Kultur des Scheiterns existiert, nämlich das Scheitern als Chance zu betrachten und nicht als endgültige und unabänderliche Pleite. Wie kann diese andere Kultur des Scheiterns, Scheitern als Chance, bei uns in Europa mehr etabliert werden? Naja, das ist eine Mindset-Sache. Man bräuchte eigentlich einige Paradebeispiele von Startups oder von Unternehmen, die mal gescheitert sind und am zweiten oder im dritten Anlauf dann erfolgreich geworden sind. Im Silicon Valley ist es natürlich leicht, weil die Venture Capitalists dort sehen sehr wohl gerne Leute, die gescheitert sind, weil sie wissen, den Fehler, den der einmal gemacht hat, macht er kein zweites Mal. Also auch ein Scheitern ist ein Lernen und ein Lernen gehört dazu, um reif zu werden für einen Unternehmer oder für ein Startup. Vielen Dank. Bitte.